Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier mit Tomb Raider. Wir ablenken. Schießen Sie die Pfeile in Mauern in der Nähe von Gegnern, um diese abzulenken, okay? Wir sind hier jetzt bei den nächsten Gegnern. Kann ich die auch anzünden eigentlich, die Pfeile? Nee. Oh. Ein Mädchen für das Ritual? Was hat denn? Warum kann ich hier nicht? Schießen Sie die Pfeile in Mauern, um diese abzulenken, okay? Alles klar. So geht's. Dann musst du gleich mit. Waffenmodifizierung möglich, okay. Zeigt er einen also auch automatisch an hier, wann man genug zusammen hat für eine Modifizierung, für einen Mord. Oh, hier ist doch auch noch ein bisschen was. Bergungsgut ist immer gut. Bergungsgut tut immer gut. Mal unsere Karte benutzen, ob hier noch was ist. Ich bin da ganz oben ganz. Ah, das heißt, da unten ist doch irgendwie was. Aber da komme ich ja wohl offensichtlich nicht mehr hin. Mist. Schade, schade. Ja, habe ich alles, so wie es aussieht? Oder auch nicht? Die isst sie ja ganz gerne, die Dinger. Was soll das eigentlich sein? Bären. Oh, ein bisschen Bärungsgut. Da ist noch ein Geocache, aber den kriegen wir nicht. Nicht wissen, wo er ist. Wir können natürlich jetzt auch ins Lager gehen und nochmal einen Waffenmod benutzen. Da oben drauf kann es nicht sein, oder? Das wäre ja echt ein bisschen makaber, finde ich.
Also, Waffenmod benutzen oder nicht? Oh. Den Cage haben wir gefunden. Aber da unten beim Lager. Es kann natürlich wirklich sein, dass das hier oben drauf ist irgendwie. Oh, da ist ja tatsächlich... Da ist ja tatsächlich irgendwie ein Weg oder so. Kommen wir denn da hin? Da müssen wir da rumgehen oder so. Okay. Na. Na, dann mal zu. Jetzt müssen wir jetzt aber erstmal hier lang. Und ich denke, da wird auch noch der ein oder andere Gegner kommen. Könnte ich mir ja so vorstellen. Aber jetzt sind wir schon woanders. Na, alles klar. Fangen oder töten? Töten, sagt er. Die macht zu viel Ärger. Na, das werden wir ja sehen, Jungs. Freunde. Schießen Sie auf Gaslaternen, um sie zum Feuer zu legen. Pyromanie. Herausforderung. Abschießen für EP. Neue Herausforderung. 1 von 5 Laternen zerstört. Okay. Oha, 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 meine Güte. Ich komme da nicht mehr raus. Schade, also komme ich nicht mehr zurück zum Lager. Nein. Oder? Wir kommen ja nicht mehr zurück zu unserem Lager. Nee. Geht nicht mehr zurück. Schnelle Reise würde noch gehen, aber die können wir bestimmt jetzt nicht so aktivieren oder so weiteres. Da war eben noch einer. Da oben ist er. 2 Stück sind da. Okay. Da ist noch einer. Sieht er die Beine? Geht er da hin? Nein. Grad nicht. Erwischt da. Ganz gut vorgearbeitet. Meine Damen.
Wow. Wo ist der andere? Schade, da kommen wir nicht mehr ran. Das ganze Bergungsgut. Alles verbrannt. Du Assi. Hast du getan? Spacko, ey. Seilrutsche, springen Sie auf Seilrutschen zu. Modell freigeschaltet. Hauptmenü F-Tast. Aber wir können ja nochmal einen Schritt zurückgehen. Nochmal eine Kiste mit Bergungsgut. Das ist wahrscheinlich kein Geheimeingang mehr. Aber hier hinten ist noch. Hier komme ich ja noch auf. Okay, wo sind wir hier? Hier sind wir bei irgendeinem Hintereingang. Könnte also sein, dass wir doch nochmal von hier da rankommen. Unglaublich. Unglaublich aber wahr. Wo ist hier was? Hier ist was. Feuer. War ich natürlich wieder nicht dabei. Man sollte immer ein bisschen Feuer dabei haben. Also das habe ich jetzt hier mittlerweile schon so ein bisschen gelernt. Dem Feuer schadet hier wohl nie. So, hier ist nichts, aber hinter mir war eine Reliquie. Hab ich hier irgendwo ausgelassen? Da oben drinne wahrscheinlich. Da haben wir eine. Ein Seidenfächer. Kann einem Dorfbewohner oder auch einem Adligen gehört haben. Nichts zum Untersuchen. Alles klar. Was ist das Ding? In der Faltfächer, ja. Okay. Haben wir. So. Hier ein Seil. Ach, von da kommen wir mit dem Seil. So. Werde ich nochmal an hier. Zack. Damit wir noch ein bisschen Bergungsgut kriegen. Denn wir wollen ja unsere Waffe auch noch ein bisschen aufleveln. Und man merkt es vielleicht. Ich bin so ein Platin-Spieler einfach. Ich bin tatsächlich echt so ein Platin-Spieler. Auf der PlayStation 3 habe ich auch die ganzen Trophäen immer gesammelt. Immer überall Platin holen. So. Warum kann man hier an die Spitze gehen, wenn hier nichts liegt? Das ist doch auch mal eine Frage, die ich mir stelle. Da oben drauf wird doch bestimmt eine die Reliquie sein. Oder oben drunter oder so. Hier geht's runter. Hier drinnen. Okay. Das ist eine zum Untersuchen bestimmt. Ein Gunbai. Samurai haben damit in der Schlacht ihren Soldaten Befehle erteilt. Ziemlich stabil. Vermutlich aus gebeizter Zypresse. Nee, leider nicht. Aber vieles ist hier auf diese Shinobi, wollte ich ja sagen, auf sowas zurückzuführen, dieses Geisha-Ding.
So. Da haben wir jetzt noch eine. Geschichte. Hier geht's weiter. Hier geht's auch nochmal weiter. Achso, nee, da. Ist jetzt nur der Weg frei geworden, okay. Das heißt also, das Einzige, was wir nicht haben, ist da unten das Dokument. Ein Dokument der Dokumente. Könnte man theoretisch natürlich jetzt auch verzichten. Sollen wir drauf verzichten? Oder nehmen wir das? Nachdem wir hier angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie. Sofort und vor unseren Augen. Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Ja, weil Angst, würde ich sagen. Na, das scheint ja ein ganz lausiger Bub zu sein. So, hier oben geht's also weiter. Es wäre eigentlich mal cool, ein nächstes Lager zu finden. Vielleicht so ein Tageslager oder so. Pyromanien, was ist denn? Ach, die Laternen. Hm, ach so. Es gibt also immer Geisterjägerin. Es gibt hier also immer so kleine Aufträge, die man machen kann. Waren hier denn noch irgendwie Laternen? Hier ist noch eine. Ne, das ist ja keine Laterne. Das ist eher so ein... Aber den Auftrag habe ich ja eben erst in dem Häuschen da bekommen, ne? Das heißt, es müssten ja theoretisch... Können die ja nicht alle jetzt, also, weißt du? Die müssen jetzt ja hier irgendwo in der Nähe auch sein, oder was? Aber das sind alles... Das sind alles hier so eine Standdinger. Und ihr ärgert euch. Jetzt geht er wieder zurück. Ja. Aber das sind alles Standteile. Also. Ich sehe hier keins, das hier rumhängt. Eine Hängelaterne. Egal. Wir gehen weiter. Theoretisch würde ich jetzt eine neue Folge anfangen, aber ich will sehen, ob da vielleicht auch noch ein Lager ist. Bevor ich hier den Cut mache. So, nächstes Lager wäre schon sehr cool. Ich schaffe das. Na, super. Klasse Idee, Lehrer. Wow. Mädel. Was für Bilder. Was ist denn da?
Wer schießt denn da? Ich würde sagen, das erfahren wir im nächsten Part. Bis denn! Unsere mutige Lara nimmt das wirklich mit den gefährlichsten Gegenden auf. So hat sie auch diese Feldspalte auch noch überwunden, um aus diesem Chaos rauszukommen. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Ich freue mich auf euch. Bis dann!